Hallo Lieben, dass du wieder dabei hast und mit mir Maru. Heute das nächste Ratchet-Deck, weil wir drängen, bringt gerade nicht. Ich bin Rang 8000 irgendwas Legend. Da komme ich ja nirgendwo mehr hin. Und die Decks, die ich euch da zeige, bringen den meisten dann auch nichts von euch. Stattdessen zeige ich euch relativ günstige Decks. Ne? Das hier zum Beispiel ist ein sehr günstiges Jägerdeck. Hatte ich glaube ich auch schon mal. Das Problem ist halt, die Klassen, die günstig sind, sind immer die gleichen. Alle Decks sind fast immer ziemlich teuer. Ich habe zwar auch ein Budget-Deck gezeigt, aber. Es ist trotzdem ziemlich teuer. Die billigen sind nun mal Schamane, Magier und Hunter. Und am meisten machen kann. Dann kommen halt Krieger, weil der Piratenkrieger hat ja auch nicht mehr teure Sachen außer Patches. Es ist halt so, ne? Gut, anpassen kann das Deck ja ganz einfach hier. Austauschbar direkt, würde ich sagen. Den Wand gegen die Oma, wenn ihr sie habt. Sonst ist eigentlich alles recht günstig. Man könnte einen Spellbreaker austauschen gegen Red Pack, weil Spellbreaker mir schon ein Spiel gewonnen hat. Man kann auch einen Tundra Rhino tauschen gegen King Dread, wenn man ihn hat. Hat mir sehr gut Dienste geleistet auf den Legend-Rang. Die meisten Budget-Decks, die ich euch zeige, kommen am Anfang der Season kommen sie wahrscheinlich nicht weit, weil es doch etwas krassere Decks sind. Das sind Druide. Druide in Rang 15 Bereich sind meistens Aggro. Also bald für die Hunde. Taktik mit dem Deck ist klar. Board Control und ein Face. Außer ihr habt so viel auf dem Board, dass ihr ihn in eine Shooter-Nietel-Kombo mit Schüssen und Fass könnt. Gut, hier haben wir immer die scheiß Starthand, wenn ich das vorstellen möchte, das Deck. Das kennen wir ja schon alle. Ne? Das hättet ihr ja schon von mir gewohnt. Oh, der grüne Rücken, der grüne Rücken, der könnte Jade spielen. Er hat zwei Karten behalten. Zwei Karten behält man normalerweise nur in Aggro-Decks. Oh. Ey. Ich opfer den, weil es ein 2-2 ist. Der ist nur ein Einer, der bringt mir halt sich wenig gerade. Er kann ihn jetzt buffen mit diesem blöden Buff-Karten-Ding. Da können wir 6 Schaden ins Face machen, dann mache ich 9 Schaden draus und gut ist. Oh, traded. So besser. Ich habe 6 Schaden. Interessante Taktik, aber Magier und Schurken und Druiden lachen sich darüber einen ab. Weil es war ja auch sehr offensichtlich, was er vorhatte. Ja? Es war also nicht so, dass ich nicht erwartet habe, dass er dann eine Buffkarte draufschmeißt. Oh, wir haben einen Noob. Wie süß. Wie ist der auf Rang 15 gekommen? Das ist Amerika jetzt übrigens, falls ihr euch fragt. Aber auch keine Freunde hier. Falls ihr Account habt auf Amerika, seid da lieb zu mir, edit mich. Auf Amerika, würde gesagt, ich habe einen Haufen Ads auf Europa, wo ich keinen Platz mehr habe. Und, gebt ihr mir Katos. Gebt ihr mir, seid ihr mein Mitspieler. Damit, ich kann mich jetzt einmal zuschauen, damit ich Karten krieg. Karten sind cool. Wie auch der andere ist das auch ein Free-to-Play-Account. Nur habe ich hier wir 4 Arenen 10-0 gewonnen. Und deswegen, nicht wir Arenen 10-3 verloren, meine ich. Okay. Nein. Das ist das schön am Ende der Season, der hat bei diesen Rängen die ganz lustigsten Deck. Ich würde auch empfehlen, also wenn ihr mit dem Spiel Free to Play irgendwo hinkommen wollt, dann müsst ihr gut in Arena zumindest 3 Siege machen. Also 4 Siege ist zurzeit das Beste gewesen. Ich hatte jetzt dreimal 4 Siege gehabt auf Asien und Amerika und hatte immer 2 Packs drinne. Gut. Das Kohle macht nur 2 Schaden.
Vibe ist eine reelle Karte. Müssen wir nicht unbedingt in Swipe spielen. Ich habe keine gute Follow-up gegen Swipe. I love omelets. Ma. The light protects me. Ist natürlich Hunde besser gewesen, aber soll ich das denn wissen? Ah, pass auch. Birdie. Bamfi. Oh. Bamfi ist gut. Jetzt gegen Buff-Priester und Akkordruinen, Wortkontrolle und ihr habt gewonnen. Das Ziel ist einfach nur, dass er nichts buffen kann. Der Rest ist gut. Und natürlich, ihr seht einen Two-Turn-Leader. Dann natürlich nehmen wir das mit. Und die Quests sind da auch nochmal gut fürs Trade. Hier, ich freue den Deck auch nicht zu sagen, was könnt ihr ersetzen, weil wir, das Deck kostet 1000 Staub oder so. Die meisten Karten solltet ihr schon haben, beziehungsweise alle von der Craft müsst bis auf den Knife Juggler solltet ihr eh besitzen. Also Highmains werden immer gut sein. Die Highmain ist die Hunter-Karte schlechthin. Den Schaman ist schwer, weil Schamanen haben so viele AOEs, um unsere ganzen Buffs zu kontern. Probieren wir mal, ob wir was machen können. Es ist jetzt zwar verlockend, Cat plus Fly zu spielen, aber ich habe zwei Three Drops, deswegen spiele ich wahrscheinlich nur die Cats. Versuche sein Mesrum Portal rauszulocken. Klick, klick. Oh, Gold. Ich bin den Dino ein bisschen nicken lassen. Ah, ist er böse. Der ist gut. Das heißt, ich kann jetzt eine. Das Problem ist, ich würde ja so gerne eine Hygienturn aufbauen, aber die Wolf und Hex sagen, Das heißt, ihr sollt nicht zu viel in die Hygiene investieren. Aber ein bisschen kann ich in die Hygiene investieren. Weil für Highwall, also er muss, wenn er Lightning Storm spielt, muss er Highwallen. Wenn er Lowwallt, hat er ein riesengroßes Problem. Also ist das ein gutes Risiko für ihn. Und da ist die Wolf. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr durchgedreht. Im Zug. Ich könnte jetzt den Bannerbüm buffen. Wie gesagt. Wir schon so genug in AOE rein. Muss immer jetzt noch Totem und Highwall machen, damit er den Mana vom Orbit erwischt. Oder, meine ich. Ruhe, dies. Ob man Bosion. Low Drops. Und stieß mir ins Gesicht. Kätzchen hebe ich auf für ein gutes Kill-Command, weil ich muss unter Umständen den 5-5 Torn wegfressen, der mir gerade im Weg steht. Sehr gut. Das passt ja wunderbar. Mampf. Buff.
Minions. Plonk, Padonk. Und Face. Aber der Schamane ist unser Feind als Hunter. Weil die Wolf einfach alles konnte, was wir haben. Das ist wunderbar. 2 Mana für 1 Mana. Kann ich die Katze loswerden? Ich will jeden sogar noch Waffen. Super doch. Nehmen wir natürlich wieder nicht so breit. Wir müssen ja nichts riskieren, was AOEs angeht. So ist das super, weil blanker AOE ist Risiko, dass die Hyäne überlebt. Na gut. Ich habe noch 2 Minions aufgeklärt. Und wir kriegen eine Highman. Wird wahrscheinlich Hexen, aber... Was wollen wir dagegen machen? Nix. Wir haben keine andere Karten, was rauszulocken. Gelb-Elemente hebe ich auf für Knife Juggle oder sowas. Ja, das ist Hex. Ein Skill Command. Hätte jetzt auch Face killen können mit der Waffe, damit ich nächste Runde mit einem Beast Drop gehen kann. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, weil er hat schon 2 Heals gezeigt und er scheint ein Elemental Deck zu sein. Oha. Wäre besser gewesen, Pace zu gehen. Ich bin da noch im Lernen, Hunter. Ich habe Hunter jetzt gerade mal frisch auf 60 gespielt. Bin ich tot? Das sind 12 plus 7. Nö, ich bin nicht tot. Oder hat er ein Spell? Nö. Oder doch? Nö. Der Fasser wurde bei meiner Quest zusammen. Okay, Priester kann sehr schwer werden, wenn ich meinen Deadly Shot nicht früh ziehe. Oder Backling. Weil wir unter Umständen dann weggekillt werden in einer Runde. Das wird zu sehr wahrscheinlich im Silence Priester sein. Die Wundrops nicht. Das ist eine Priesterin. Wenn er so macht, ist das eine Priesterin. Ida. Oh, hat er einen getopdeckt. Dann spielt den hier blank. Ist zwar schade drum, aber den kann er Plonk Plonk machen. So kann er buffen, Plonk, Coin healen. Dann kann ich immer noch Plonk machen. Oder ich will Shadow Wood Pain. Dann kann ich immer noch Plug machen. Shadow Wood Pain. Ich will gerade was schlimmer ist von beiden. Ich würde sagen, billigere Spells sind gerade schlimmer. Aber ich habe noch die Chance mit Hunde und oder Enemy Companion den hier wegzumachen. Zwei schlechte Drops habe ich. Is someone injured? Habe ich nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? My time.
Okay. Was er gekriegt hat. Er könnte die Hunde bekommen haben, ne? Ich werde ja jetzt sehen. Wenn das jetzt spielt, dann war's. Ja, dann waren es die Hunde. Na dann. Bergauf. Dann kann ich nämlich plonk, plonk, plonk machen. Plonk. Ich habe eine Highman im Deck, der kriegen kann, das wäre doof. Oh. Ja, wir wissen, dass er halt die Hunde los in der Hand hat. Spiele ich natürlich keine von den Karten mehr aus. Oh Gott, da hast du die Hunde los wie jede bekommen wahrscheinlich. Okay. Ich könnte den töten mit beiden Minions. Muss ich glaube ich auch machen. Der heißt so gut gegen. Der heilt, glaube ich, zu gut gegen, als dass ich den stehen lassen kann. Okay, der ist nervig. Wenn er jetzt Torn kriegt, wäre richtig nervig. Ah. Ein Glück haben wir den Konter. Ich habe die Wahl gehabt, ich hätte natürlich den noch Spell Immun machen können. Das wäre besser gewesen, aber so kann er kann ihn eh klauen und reintraden. Weil er sucht jetzt klauen und reintraden. Aber besser als die Death Rattle Minions. Dann hätte er noch zwei Minions bekommen dafür. Hab halt gehofft, so plus eins oder sowas. Er hat nicht bekommen. Das hätte er sofort gemacht. Das ist kein Shadow Madness, dann ist das wahrscheinlich die Explosion, ne? Das ist eine Drachenfeuer Potion. Ich kann jetzt einen Leash, Plonk, Plonk, Plonk machen. Echt ein gutes Board. Bin aber Opfer für die Drachenfeuer. Ja, bitteschön. Viel Spaß mit den Miezetatzen. Ah. Oh. Wäre das jetzt eine Claudine gewesen, hätte ich gesagt. Nice. Kein Grund, die Katzen auszuspielen. Weil ich gehe immer davon aus, dass das hier ein AOE ist. Wir haben 6 Schaden plus 7 Schaden. Macht nur 13. Das korrekt? 6 Schaden plus 7 Schaden, wir hätten die Katzen das Spiel bisher immer gewonnen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es ein AOE ist. Will die Katzen aber auch nicht ausspielen. Na, scheiß drauf. Es ist kein AOE. Interessant. Ja, davon wusste er schon. Ah. Aber du kannst mal den. Mana denn noch? Das waren jetzt 3 Mana, 4 Mana, 8 Mana. Ach, ja, kein Mana mehr. Aber gewonnen.
Kampf werden. Easy. Auch gepasst, ne? Ja, warum ich so viel Gold schon alles habe, ich habe schon zwei Dings gemacht. Ich habe irgendwie 4 Arenen gespielt, davon waren 2 und 10 Siege und die anderen beiden waren 8 und 7. Deswegen habe ich einen Haufen Gold bekommen. Ich habe ja schon 2 Adventure gekauft gehabt. Ja. Weil es einfach so viel Gold gab. Ich habe auch schon die 300 Gold bekommen für 100 Total Games. Late. Das geht 300 Gold für 100 Spiele, das haut ja auch nochmal richtig rein. Gut. Ja, falls euch irgendwie. Oh. Oh. Na gut, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.